Hallo, mein Name ist Robert Schröter und ich bin Experte für Immobilien und Vermietung. In diesem heutigen Video beschäftigen wir uns mit den 5 entscheidenden Kriterien für die Mieterauswahl und starten wir doch einfach mal mit Punkt 1, dem Job. Ja, welchen Job hat eigentlich der Mietinteressent, der sich für Ihre Wohnung bewirbt? Ist der in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis oder in einem befristeten? Verdient er eher etwas mehr Geld oder eher etwas weniger? Ist dort zu erwarten, dass es Probleme gibt, weil vielleicht der Job gar nicht beständig ist? Ist das vielleicht eine Tätigkeit, wo relativ häufig die Personen wechseln? Das sind alles so Dinge, die man sich vorher in der Lohnabrechnung anschauen kann. Auch wie lange der schon in der Firma beschäftigt ist, darauf sollten Sie erstens immer achten. Der zweite Punkt ist der Familienstand. Also nochmal Punkt Nummer 2, Familienstand. Sprechen wir hier über eine ledige Person, über einen Familienvater. Das sind ja schon mal ganz entscheidende Punkte, denn gerade Ledige können auch ganz schnell mal Pärchen werden. Aus Pärchen werden irgendwann Familien. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Lebensstand der Person, die sich bei Ihnen bewirbt, wirklich so bleibt, wie es bisher war? Achten Sie da bitte drauf, denn gerade bei alleinstehenden Frauen ist das immer so ein Thema. Da kommt dann irgendwann ein Partner dazu. In den statistischen Erhebungen kam bisher raus, dass da meistens immer die Männer zu den Frauen ziehen, dann ihre Wohnung aufgeben. Und das sollten Sie auf jeden Fall bedenken, wenn Sie auf Kriterium Nummer 2 achten. Schauen wir dann einmal auf Kriterium Nummer 3. Das wäre das Alter. Auch da ist ganz entscheidend zu prüfen, ist das eine sehr junge Person oder eher eine etwas ältere. Wenn die jünger ist, hat die schon Erfahrung, hat die vielleicht auch Hintergrund in der Familie, die denen ein bisschen helfen kann. Viele neue, junge Menschen sind ja als Mieter etwas unerfahren, kommen da vielleicht in eine Bredouille. Wenn da ältere Personen sind und die ziehen in eine Wohnung im zweiten oder dritten Stock, ist das überhaupt zielführend? Wie lange können die da noch wohnen bleiben? Sind da vielleicht gesundheitliche Beschwerden in Sicht? Alles das sind Dinge, die man bedenken sollte. Also dritter Punkt wäre dann das Alter. Punkt Nummer 4, natürlich die Schufa bzw. die Bonität. Auch da sollten Sie darauf achten, dass die Kunden, die Mietinteressenten eine gute Bonität haben, dass da keine Mietschulden in der Schufa stehen oder anderweitige Schulden, zu denen auf jeden Fall Stellung genommen werden muss. Ich will nicht sagen, dass alle Mieter, die irgendwo mal in der Vergangenheit Mist gebaut haben, nicht in Frage kommen. Aber es ist schon wichtig, dass man mit den Menschen, die Schulden haben, darüber redet und guckt, ob sie daraus etwas gelernt haben. Ja, und abschließend der Punkt des Hausbildes natürlich. Der ist auch ganz entscheidend, denn wenn Sie dort eine Wohnanlage haben, wo ausschließlich ältere Menschen wohnen, viele Rentner, dann kann das noch so gut sein, dort einen jungen Menschen mit einem tollen Einkommen zu platzieren. Der wird sich unter Umständen nicht wirklich wohlfühlen, weil er dann jeden Tag mit nicht unbedingt Personen zu tun hat, die in seinem Lebensumfeld sind. Da gibt es sicherlich einige, die stört das nicht, aber andere wiederum schon. Oder wenn das ein sehr lebendiges Haus ist, wenn da viele Kinder drin sind, dann ist es vielleicht nicht wirklich sinnvoll, da einen älteren Herrn alleine einzuquartieren, der gerade sein Haus verkauft hat. Ich hoffe, dass diese 5 Kriterien Ihnen weiterhelfen. Natürlich gibt es noch viele mehr, auf die man achten sollte, aber mit diesen 5 können Sie schon mal eine ganze Menge bewegen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und klicken Sie auf meinen Blog unter diesem Video. Bis dann, tschüss!